viele Fragen nach dir, ob du überhaupt noch lebst. Da hat ihre Zahnspange gar nicht mehr. Guck mal. Meinte auf gar keinen Fall Nasenspray, wenn dann eins mit Meersalz. Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich sehe noch so richtig lost aus. Ich bin nämlich noch in meinem Pyjama. Und schon wieder aus der Puste. Heute haben wir Freitag. Wir holen heute das Bett von Bio bei Pocodomene. Und heute Abend verrate ich noch nicht, was heute Abend ist. Weil ich glaube eh nicht, dass es was wird, aber heute Abend ist was Besonderes. Sagen wir mal so. Eine Besichtigung. Auf jeden Fall, warum bin ich denn so fertig? Da habe ich gedacht, es wäre mal wieder ganz cool, wenn ich öfter für euch vloggen würde. Weil das mögen ja viele. Und auch mal unabhängig, wenn ich irgendwas fürs Baby zu tun habe, sondern einfach vielleicht auch mal so. Ich bin mit Halsschmerzen aufgewacht. Ihr wisst ja, meine ganze Schwangerschaft ist eigentlich wirklich gut, bis auf den Anfang da, habt ihr ja mitbekommen. Aber gestern und vorgestern ging es mir gar nicht gut. Ich habe mich so kraftlos gefühlt irgendwie. Keine Ahnung, beim Einkaufen, alles ist mir schwer gefallen, meine Füße haben wehgetan und so. Und jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es davon kommt, weil ich krank werde. Weil ich, wie gesagt, mit Halsschmerzen aufgewacht bin und meine Nase auch so ein bisschen... Die Stimme geht schon wieder weg. Meine Nase auch so ein bisschen zu ist. Hört ihr das? Sie geht einfach weg. Ich weiß auch gar nicht, ob ich scharf gestellt bin. Ich habe auch hier lauter Unreinheiten. Ich weiß nicht, ob das hier ein Herpes wird. Im Mund habe ich auch so Bläschen. Also ich glaube, mich hat es tatsächlich erwischt. Naja, egal. Mal gucken. Ich werde mir gleich in der Apotheke noch Paracetamol holen, weil das ist so das Einzige, was du halt dann nehmen kannst. Aber wir machen uns jetzt erstmal hübsch. Ich habe heute vor, ein Kleidchen anzuziehen, weil es ist echt warm. Es sind 22 Grad draußen. Und, ja. Guck mal, Mädels, das stand letztes Mal noch gar nicht, als ich euch die Roomtour gemacht habe. Ich habe die Bilder hier in Köln gemacht und habe mir die jetzt ausgedruckt letztens. Ich finde das voll süß. Steht einfach hier auf der Fensterbank bei der Wickelkommode. Ach so, und ich habe mir hier so eine Auflage gekauft bei Baby One. Ich mache jetzt erstmal meine morgendliche Routine, also was so dazugehört. Und zwar unter anderem auch den Bauch einölen oder ein Creme. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Das bringt nichts. Es ist wirklich ein Mythos. Wenn man meine Stimme noch einmal geht, raste ich aus. Es ist wirklich ein Mythos. Jeder, der gesagt hat, dass es ein Mythos ist, der hat recht. Ich habe Dehnungsstreifen bekommen. Und ich creme jeden Morgen und jeden Abend ein. Und ich habe auch einen Dermoroller verwendet, weil man sagt, das regt die Durchblutung an. Dadurch soll die Haut dann nicht reißen. Im Endeffekt war mir von Anfang an klar, dass ich Dehnungsstreifen kriegen werde, weil ich habe auch schon vor der Schwangerschaft welche gehabt. Also wusste ich, mein Bindegewebe ist nicht das stärkste. Ja, jetzt habe ich halt welche. Sie sind nicht so schlimm, stört mich auch nicht. Ich weiß auch, dass sie irgendwann verblassen, aber sie sind halt da, ne? Ich kann es euch mal zeigen. Und zwar einmal hier. Und hier, glaube ich, auch irgendwo. Ja, und die hier an den Seiten, seht ihr die? Die hatte ich auch schon vor der Schwangerschaft. Und ich auch am Hintern, das würde ich jetzt so ungern zeigen. Und an den Seiten von den Oberschenkeln, das wollte ich euch noch zeigen, aber die sieht man gar nicht mehr. Deswegen, falls ihr das auch habt, jetzt unabhängig davon, ob ihr schwanger seid oder nicht, viele schämen sich dafür und gehen dann nicht mehr ins Schwimmbad. Macht euch keine Platte. Das hat fast jede Frau, Dehnungsstreifen. Und die verblassen mit der Zeit und das ist überhaupt nicht schlimm. Und wenn man wirklich extreme Komplexe deswegen hat, kann man auch überlegen, sich die weglasern zu lassen. Das weiß ich auch. Ja, werde ich wahrscheinlich nicht tun, wenn es so bleibt, wie es ist. Oder wenn noch minimal da welche dazukommen, weil man darf auch nicht vergessen, ich bin schwanger. Ist dir klar, dass der Bauch sich dehnt und so. Und wenn du dann halt ein scheiß Bindegewebe hast, dann ist es klar, dass das halt auch dann reißt. So, ich muss mich fertig machen, weil ich sehr grausam aus. Mädels, ich bin ready. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich mal wieder spät dran bin. Aber das ist ja nichts Neues. Ich wollte euch einen Outfit-Check geben. Das ist mein Outfit. Das Kleid ist von Trendyol. Verlinke ich euch gerne. Ja, ich finde das voll süß. Ich hoffe, mir ist das nicht zu kalt. Aber ich denke nicht, dazu ziehe ich noch Sneaker an. Schnicker. und das ist mein Outfit, ja. Wir sind mittlerweile bei Ikea. Wir haben gerade was gegessen. Ich konnte euch nicht mitnehmen. Mir war so schlecht. Jetzt geht's, weil ich habe keinen Hunger mehr. Wir haben uns gerade Hotdogs geholt. Aber ich werde richtig krank. Meine Nase läuft schon, das heißt, die geht zu. Und ich habe Halsschmerzen.
Das heißt, ich muss heute unbedingt in die Apotheke. Wenn man schwanger ist, darf man ja Paracetamol nehmen. Und ich brauche ein Nasenspray für Schwangere. Ich weiß nicht, ob ich dann das für Kinder nehmen muss oder ob es da extra eins gibt. Muss ich mal gucken. Damit es vielleicht nicht ganz so ausbricht. Da hinten sitzt Mama Lisch. Warum hast du nichts? Ich habe gar nicht gesehen, dass sie da hinten drin sitzt. Ja, wir fahren jetzt zur Pocodomena. Da ist auch ein Hund, Ma. Es sind aber ganz schön viele Hunde hier. Ja. Aber Ikea dürfen keine mehr rein. Wir zahlen jetzt Vajos Bett und holen wahrscheinlich ein PVC, wenn wir einfinden, für die Küche. Weil, ich habe es euch gleich erzählt, aber Mama und Papa Lisch haben eine neue Küche gekauft. Die kommt jetzt Mitte des Monats, glaube ich, an. Und dann wollten wir noch einen neuen Boden dafür. Ne? Unsere Oma übrigens auch einen Elektriker. Ach so, ja. Das mache ich auf Insta. Coco hat hier ganz provisorisch, ja, so ein Ding an. Das haben wir bei Robert gekauft, weil wir kein Dings nicht mit hatten, kein Halsband und keine, wie heißt das denn nochmal? Kein Geschirr. Und deswegen haben wir jetzt das. Sieht ein bisschen komisch aus, so runter an so einer schmalen Leine, aber es funktioniert. Coco. Coco. Guck mal, guck mal. Dabei sein ist alles, die da für mich rumlaufen. Deswegen haben wir sie hier drin. Wir haben uns jetzt für den entschieden. Da, ist er. Ne, Coco? Und zwei Spannbettlagen haben wir. So, Mädels, wir sind wieder zu Hause und wir hoffen, dass das Bett irgendwie hochgeht, weil unsere Treppe ist ja relativ schmal. Jetzt wollen die gleich versuchen, das durchs Fenster zu kriegen. Ich muss jetzt nochmal wegfahren. Ich fühle mich gar nicht gut. Mein Autoschlüssel. Ich habe schon das Gefühl, ich werde krank. Mir tut alles weh. Ich habe Gliederschmerzen. Und ich merke, meine Nase geht zu. Ich nehme mich jetzt mit. Oh, scheiße, ey. Ich hasse es, krank zu werden. Und dieser Tag davor immer. Das ist immer dieses Hoffen, dass man nicht richtig, also nicht so extrem krank wird. Aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, es wird schon ein bisschen stärker werden. Keine Ahnung, mir tun die Schultern total weh. Ich muss euch mal festhalten. Mir tun die Schultern total weh. Ich merke so, wie meine Nase zugeht. Ich habe Halsschmerzen. Und auch die Beine tun mir weh. Aber nicht so, weil ich schwanger bin, sondern wirklich so grippesymptommäßig. Keine Ahnung. Ich war jetzt in der ganzen Schwangerschaft einmal krank. Das war im Dezember, glaube ich. Ja, im Dezember. Das war richtig schlimm. Da lag ich so flach. Da ging es mir fast so beschissen, wie als ich Corona hatte. Weil das Ding ist, wenn du schwanger bist, kannst du ja auch nicht großartig was nehmen. Du kannst Paracetamol nehmen, aber auch nur in Maßen. Und dann hört es halt auch schon einfach auf. Ne? Deswegen, ja. Das ist ein bisschen blöd. Nur das Beste hoffen. Vielleicht ist auch noch so eine Eintagspflege. Ich hole mir jetzt Paracetamol, die nehme ich dann. Und vielleicht habe ich ja wirklich Glück und es geht doch dann weg. Eigentlich wollte ich heute mit meinen Friends essen gehen. Aber da wir ja einen Termin haben, ich heute Abend, habe ich das verschoben auf morgen. Aber je nachdem, wie es mir morgen geht, muss ich dann erstmal schauen. Und morgen wird der Kinderwagen auch aufgebaut. Ich zeige den euch auch noch hier auf YouTube, auf jeden Fall. Aber ich habe mir jetzt gedacht, morgen mache ich erstmal eine Insta-Story. Update, ich bin wieder zurück. Ich habe meine Paracetamol und die Apothekerin hat zu mir gesagt, es gibt kein Nasenspray, was Schwangere nehmen dürfen. Jetzt frage ich mich, was ich bei meiner letzten Erkältung genommen habe, weil meine Mutter hat das für mich geholt und jetzt auch in der Apotheke geholt und die meinten, das könnte ich bedenkenlos nehmen. Ich glaube, das war für Kinder. Sie meinte, auf gar keinen Fall Nasenspray, wenn dann eins mit Meersalz. Ich habe jetzt noch keinen Stoff, ich hätte es jetzt einfach so mitgenommen, aber vielleicht habe ich Glück und es kommt nicht raus. Bin schon wieder so aus der Puste. Ich hoffe es. Keine Ahnung. Ich hasse das auch, dass jeder was anderes sagt, so, und das ist furchtbar. Ich habe gerade erstmal eine Tablette genommen. Ich hoffe, die wirkt jetzt. Jetzt ziehe ich mich um und mache meine Haare anders, weil die nerven mich irgendwie. Weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Irgendwas Chilliges, was trotzdem nicht so warm ist. Boah. Wie kann man denn so außer Puste sein? Ist das nicht mehr normal. Ich habe hier so ein Set. Das hatte ich auch noch nicht an. Mal gucken. Vielleicht sieht es ja was aus. Wenn ich ziehe, vielleicht ein grünes an. Auf jeden Fall, was wollte ich denn sagen? Leute, ich kann nicht mehr, bin fix und fertig. Ich habe gerade beim Frauenarzt angerufen, weil ich mal wissen wollte, wie mein Test ausgefallen ist, mein Abstrich. Ich habe einen Abstrich gemacht wegen diesen Bakterien, dieses Streptokokken, keine Ahnung, wie das heißt.
Und ich habe das letzte Woche Dienstag gemacht und ich wurde immer noch nicht angerufen, ob der positiv oder negativ ist. Und deswegen habe ich halt gerade angerufen, aber die sind leider schon zu. Ja, und ich habe jetzt bei einer Influencerin gesehen, die hat das, die ist positiv darauf, du merkst das auch gar nicht, das sind irgendwie Bakterien im Darm oder so, keine Ahnung, den Test musst du auch selber zahlen, was ich auch ein Unding finde. Und es ist so, wenn du positiv bist, dann kriegst du bei der Geburt, sobald die Wehen anfangen, ein Antibiotikum, aber keine Ahnung. Sie meinte halt auch, ja, was ist, wenn das nicht die Zeit nicht reicht, so, wenn die Wehen nicht lang genug sind und sowas. Ja, und deswegen überlegt sie jetzt einen Kaiserschnitt zu machen. Und irgendwie hat mich das jetzt so ein bisschen verrückt gemacht, weil ich jetzt so denke, so, was mache ich, wenn ich das auch habe? Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, keine Ahnung, ich kann euch nicht sagen, wieso, irgendwie habe ich das Gefühl. Vielleicht rede ich es mir auch ein. Kann auch sein. Wir warten jetzt erstmal ab bis Montag und dann mal gucken. Irgendwie schaut das Outfit komisch aus. Das ist bauchfrei, das nervt mich so ein bisschen. Deswegen ziehe ich, glaube ich, jetzt einfach einen Top drunter. Sonst ist es ganz süß, aber I don't know. So, hier wartet wieder alles auf Familylicious. Wir sind schon wieder viel zu spät. Das macht mich wahnsinnig, Leute. Das macht mich wahnsinnig. Ich muss auch noch tanken und ich fahre ein Stück. Also keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Bin ich ein bisschen sprachlos drüber. Mein Outfit sieht so komisch aus, weil dieses Top drunter ist. Aber ich mag das gar nicht, bauchfrei. Deswegen, weiß ich. Ach so, ganz kurz, was mir gerade einfällt. Ich wollte euch noch ein Update geben. Die Paracetamol hat wirklich gut geholfen. Also jetzt geht es mir richtig gut. Ich habe uns eben auch ein paar Specknudeln gemacht. Wir haben gegessen, Mama Lisch und ich. Alle anderen wollten nicht. Also das ist schon mal... sehr gut. Ich hoffe, es bleibt so, Leute, bis ich krank werde. Ich hoffe es. Da kommt Vajo. Vajo, komm mal her! Die, so viele fragen immer nach ihr, aber wir schaffen es einfach nie. Hier ist so viele fragen immer nach dir, ob du überhaupt noch lebst. Da hat ihre Zahnspange gar nicht mehr. Ich habe gar nicht gezeigt. Richtig viele fragen, wann wir mal wieder einen Mukbang machen. Ja, ich will die ganze Zeit auch eins machen. Hat aber nie Zeit. Du hast aber nie Zeit. Nee, ich habe nie Zeit. Ja. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Dann machen wir Montag eins, bevor wir ins Schwimmbad gehen. Okay. Deal? Ja. Deal. Okay. So, Ladies, ich bin wieder zu Hause. Die Besichtigung war leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe Schmerzen des Todes. Ich denke mal, die Paracetamol hat nachgelassen. Ich muss jetzt noch eine nehmen. Keine Ahnung, die Apothekerin meinte, ja, aber nur im äußersten Notfall nehmen. Der Arzt in der Klinik zu mir, und das ist ein Frauenarzt, meinte, davon kann man ruhig ein paar nehmen, das ist nicht schlimm. Keine Ahnung. Packte sich halt so nicht aus. Ich muss sie nehmen. Doch. Das geht mir jetzt auch richtig auf den Sack, weil ich noch nicht gespannt, dass ich den Vlog gemacht habe. Das ist übrigens Eistee. Aber nützt ja alles nichts. Ich werde jetzt schon mal meine Wimpern abmachen. Ich würde mich ja auch gerne mal in die Badewanne legen mit dem Erkältungsbad. Allerdings, darf man in der Schwangerschaft hier gefühlt nichts außer atmen. Coco! Also man darf, glaube ich, kein Erkältungsbad nutzen. Ach, Leute, ich sag's euch. Also, ohne Witz, das ist das Schlimmste in der Schwangerschaft, finde ich, was passieren kann, wenn du dir irgendwas einfängst. Wenn du die Erkältung kriegst oder wenn du eine Blasenentzündung kriegst oder wenn du Fieber kriegst oder keine Ahnung, generell halt irgendwas mit krank sein, ist in der Schwangerschaft echt... übel, weil das so anstrengend ist und weil du einfach nichts dagegen nehmen kannst, fast. Man kann Paracetamol nehmen, aber da ist sich A auch nicht sicher, was B sagt. Weißt du, wie ich meine? Und das ist, oh, das ist furchtbar, einfach so furchtbar. Naja, egal. Nützt ja alles nichts. Wenn nicht, dann vlogge ich morgen einfach auch noch. Je nachdem, wie es mir halt geht, ne? Ach, Leute, das ist so übel. Ich bin so froh, wenn die Kleine endlich da ist, echt. Boah, Mädels, ich will mich gerade abschwenken. Mir geht's überhaupt nicht gut. Mir ist so schlecht. Ich das Gefühl habe, ich muss mich übergeben. Ich kann gar nicht klar denken. Also ich kann heute definitiv nichts mehr machen. Mir ist richtig, richtig schlecht. Die Gliederschmerzen gehen jetzt. Ich habe ganz kurz geschlafen. Aber nur so eine halbe Stunde oder so, glaube ich. Aber mir ist so schlecht, ich habe echt das Gefühl, ich muss mich übergeben.
Ich weiß gar nicht, was das auf einmal ist. Auf jeden Fall werde ich den Vlog an der Stelle jetzt beenden. Auch wenn er so ein scheiß Ende nimmt, hoffe ich, dass er euch gefallen hat und würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ich verspreche es euch, sobald es mir besser geht, vlogge ich auch ein bisschen mehr für euch. Vielleicht mache ich auch jetzt vor der Geburt nochmal so eine Licious Week. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Da filme ich einfach jeden Tag so meinen Alltag. Könnte ich eigentlich auch mal wieder machen für euch. Aber jetzt muss ich erstmal auf mein Leben klarkommen. Und das, was auch immer ich habe, auskurieren. Oh, scheiße, ey. Ich hoffe, meine Nacht wird nicht so ein Horror. Naja, ich würde sagen, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ich habe euch lieb. Tschüssi.